Ich bin seit halbem Jahr in Obertal, im Haus zum Heimhotel, wo ich Präsident bin. Ich möchte euch herzlich begrüßen zum heutigen Anlass. Ich möchte kurz den Ausschuss vom Heimhotel vorstellen. Da ist Josef da, er ist der Vizepräsident, der Norbert als Archivar, der Andreas ist als Schriftführer, die Sonja hinten ist die Kassiererin und die meine Wenigkeit als Präsident. Ich möchte besonders begrüßen, möchte die Kulturreferentin der Gemeinde Molst, die Ginette Wille, die Gemeindevertreter habe ich gesehen, Luther Albert und die Fraktionsvorsteher im Bauer Erhard. Ja. Freien tut mir auch, dass nicht ältere Leute da sein, sondern dass auch jüngere Leute da sein, weil das, was wir heute vorstellen, das Buch, das soll ja eigentlich ein Übergang noch speziell an die Jungen sein, damit sie wissen, weil die älteren Leute wissen ja, wie das gemacht worden ist, als dann, und wichtig ist, dass wir das an die Jungen ein bisschen beizubringen. Ja, wie gesagt, ich will da nicht viel sagen, weil die Hauptperson ist Norbert, also wisst ihr das dann. Und ich möchte jetzt das Wort an unseren Moderator, in Andreas, weitergeben. Der muss jetzt beginnen werden mit zwei Gerichten, so der von unserer Mundartdichterin, von der Genoveva Blas. Und die Themen dazu werden sein Kohl und Brot. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. Dankeschön. Die Eche. Acker haben geleuchtet im goldenen Wand. Echen sich neigen bis zu der Adamant. Jeder davon ein einzelner Stern, drum die Sorg um jeden Kern. Lauer Wind da drüber streicht, schwer die Eche, sie birgt sich leicht. Frieden ist mir gewesen, mit ein paar Hocker getraut. Wo sein jetzt der Deine, das tut mir fast laut. Das Jahr ist vergangen, für den Brot hat's gemüht lang. Heim kriegst du zum Geld. Aber ich die Eicher auf dem Feld. Solange wir Brot haben, bleibt all. Die Eicher, der kostbarste Holm. Das nächste heißt das Brot. Acker voll mit Weiz und Korn, haben geleuchtet in der Sonderfuhr. Auffüllt wieder Kist und Schrein, da wird weiß kein Ort mehr sein. Da hat das Brot an Wert noch gehabt. Ob Herz oder Wach, hat niemand gebraucht. Leier Herz, herrscht Kindheit sorgen. Hart ist es, kein Brot zu holen. Ein Prickel auf dem Boden, es klaufelt kein Rauch. Das Buchen ist lästig, man steigt oft noch drauf. Wie oft haben sie sich gebucht, bis sie haben das Brot gehabt in die Hände. Drum die Arbeit und mir, kein keiner mehr kennt. Ein Segen ist es gewesen, ein Brot auf der Hurt. Und Hein schimpelt von Häkle aufs Gor der Turt. Thank you.
darf eigentlich zum heutigen Abend recht herzlich begrüßen und eigentlich ein bisschen durch das heutige Programm gehen. Wenn ich mir heute so überlegt habe, wie ich reden soll, entweder noch der Schritt oder wie man der Schnabel überhaupt nicht, dann habe ich gesagt, ja eigentlich ganz klar. Man kommt ja auch nicht von Dialekten weg, wenn man von Norwegs Buch lebt. Viele Ausdrücke und Begriffe von Gerätschaften und Arbeitsabläufen kommen vor. Die meisten lassen sich gar nicht ins Deutsche übersetzen. Das ist unsere Sprache und unsere Geschichte, seit Generationen überliefert und jetzt fast von Aussterben bedroht. Wir sind Polen immer rum und die Jungen wissen noch nicht, wie man früher gearbeitet und gelebt hat. Das ist die größte Sorge von unserer Norwegen. In der einzigen modernen, schnellen und vor allem maschinellen und computergesteuerten Welt braucht man diese alles nicht mehr. Man vergisst und langsam kehrt alles zu alten Eisen. Und da passt ein guter Gedicht von unserer Mundartdichterin, das ich jetzt noch vorlesen werde. Alles geht verloren.